Jo Leute, willkommen zum neuen Tutorial. Ja, Faustserver-Reihe kann man ja jetzt nicht so sagen. Aber trotzdem beginne ich jetzt auch erstmal. Und zwar, wow, meine Maus war weg. Zeige ich euch heute, wie ihr einen ganz normalen TeamSpeak 3 Server erstellen könnt unter Linux. Dazu öffnen wir einmal die Putty. Tim da die Sub-IP ein. Ich habe jetzt gerade dummerweise ein Hashtag gemacht, was ich eigentlich nicht wollte. So. Login as root. Euer Passwort eingeben. Und ja, zum ganz am Anfang erstellen wir erstmal einen Ordner in dem Home-Verzeichnis als TS. Okay, mkdir müssen wir natürlich eingeben. So, jetzt haben wir auch einen erstellt. Gehen jetzt mal in das Home-Verzeichnis und dann in den TS. Dort tippen wir jetzt einen Befehl ein. Moment. Also die vier Begriffe stehen wirklich alle in der Infobox. Und zwar wäre das Widget, also Widget und dann der Link. Jetzt wurde der TS aber runtergeladen. Jetzt müssen wir den natürlich noch anschließend entpacken. Jetzt ist er entpackt, jetzt ist er auch hier LS. Dann kann man natürlich auch, dann muss man erstmal WinSCP öffnen, in den Root einloggen. Springen. Passwort am besten auch speichern für die Sitzung. Ja, das hier ist jetzt noch von einem anderen Tutorial. Und jetzt gehen wir in den TS-Verzeichnis. Diese ganzen Dateien würde ich jetzt in den TS-Verzeichnis reintun. Das wäre nämlich hier. Und dann einfach hier markieren, Rechtsklick, Eigenschaften. Und dann diese 0777, also auf komplette Rechte. Die werden jetzt alle gesetzt. Jetzt könnt ihr schon hier wieder zurückgehen. /TS3 Server / Startscript und dann Start. Okay, so Start. Und jetzt wurden hier schon sehr, sehr wichtige Dateien erstellt. Und die würde ich jetzt hier in den V-Server einspeichern. Das waren TS-Daten. Und dann würde ich sie hier einfach copy-paste einfügen, den Token rauskopieren und ja, abgeschlossen, ja, dann geht auch weg. So, auf jeden Fall könnt ihr dann schon auf den TS connecten. Das mache ich jetzt mal hier so, .de in neuem Tab öffnen, connected. Einfügen und wir haben TS-Admin und wir haben jetzt einen kompletten TS-Server, nur 32 Slots. Ja, ich habe das Wort nur gesagt, weil es gibt noch eine Non-Profit-Lizenz, die zeige ich euch aber im nächsten Tutorial, eine Cracked-Version davon. Wenn ihr sie haben wollt, schaut das nächste Tutorial an und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, schöne Pfingsten, ciao.